Und aus dem Zug von der Rückreise von Kharkiv nach Kiew ist mir jetzt die Bundesaußenministerin zugeschaltet. Guten Abend, Frau Baerbock. Das heißt, mit Blick auf weitere Unterstützung braucht es weitere Luftverteidigung. Es braucht in der Region aber eben auch weitere Panzerlieferungen. Aber das bedeutet, dass die Menschen mitten aus dem Leben gerissen werden, mitten aus dem Leben. Wenn man eben mit Schülerinnen und Schülern, mit Ärztinnen, aber auch mit Soldaten spricht, es wird hier alles gebraucht, darum, dass weitere Menschenleben gerettet werden, darum, wie wir gemeinsam in der Abwägung dessen, dass wir die Ukraine unterstützen wollen, alles dafür tun wollen, dass Menschenleben gerettet werden können, in der Abwägung diese Schritte gemeinsam mit unseren Partnern zu gehen, aber auch gemeinsam, dass wir diese Überlegungen gemeinsam treffen. Gemeinsam zu überlegen, verantwortungsvolle Schritte gemeinsam treffen. Aber gerade in dieser so wahnsinnigen Situation, weil wir haben in den letzten Monaten leider gesehen, dass der russische Präsident offensichtlich keine Skrupel hat. Das bedeutet, er zielt darauf, Menschen zu vernichten, das Überleben zu vernichten. Sagt die Bundesaußenministerin.